Das, was an so einem Sonntag passiert, ist, finde ich, schon außergewöhnlich, dass es in einem Raum passiert wie diesem. Wo man denkt, Mensch, das ist eigentlich eine Disco, aber Gott ist das vollkommen wurscht. Gott nutzt jeglichen Raum, den wir ihm geben und macht es zu einem heiligen Ort. Was mich am Anfang unserer Kirchengeschichte etwas ins Nachdenken gebracht hat, war, dass irgendwann haben wir angefangen, einen Podcast zu machen. Und als wir damit angefangen haben, waren wir anders als heute. Und irgendwann kamen die ersten E-Mails. Und ich dachte mir, super, jetzt werden wir mal das Feedback kriegen, ja, von den anderen, die uns nicht kennen. Bin mal gespannt. Aber was dann gekommen ist, ist etwas, was ich heute immer noch genauso ungewöhnlich finde wie damals. Gott wirkt durch das, was wir an Podcast, an Fernseharbeit oder an Radioarbeit machen, zeitversetzt. In jedem Wohnzimmer. Und das ist außergewöhnlich. Es gibt Menschen, die haben keine andere Chance, eine Kirche, die von ihrer Kultur her so ist, wie sie ist, live zu erleben. Aber sie haben die Möglichkeit, es im Fernsehen, Podcast oder auch Radio mitzuerleben. Und sie erleben Heilung, Befreiung, sie erleben Gott persönlich, sie gehen mit uns auf die Knie. Einmal im Jahr machen wir etwas, was diese Kirche aus meiner Perspektive zu einer besseren Kirche macht. Menschen, die auf einem Haufen zusammen sind, haben ein Interesse, und zwar, dass es ihnen gut geht. Das ist vollkommen fair und sehr verständlich. Und es braucht einen Schritt, dass eine Gemeinschaft auf die Idee kommt, zu sagen, was wäre, wenn wir zusammenlegen würden für Menschen, die gar nichts mit uns zu tun haben, die nicht Teil der lokalen Kirche hier in München sind. Wir nennen das Reach. Wir überlegen, was wir mit dem, was Gott uns anvertraut hat, andere Menschen segnen können, die es uns gar nicht zurückgeben können. Das ist etwas, was tatsächlich Wunder um Wunder ermöglicht. Podcast, TV und Radio ist eine Möglichkeit, wie wir weit über die bayerischen Landesgrenzen hinaus, aber auch auf die nationalen Grenzen hinaus, das, was wir geschenkt bekommen haben, einfach weitergeben können und Gott tatsächlich wirkt. Und ich möchte euch mal eine E-Mail vorlesen, die wir bekommen, und es ist eine unter vielen. Da steht Folgendes, und zwar von Jürgen aus Bonn. Meine Frau und ich waren im Sommer 2014 bei euch während unseres Urlaubs in einer Celebration, die uns wirklich beeindruckt hat. Zu Hause haben wir dann die Podcasts entdeckt. Die Toxic-Reihe machte den Anfang. Es folgte eine Predigt aus This is Your Life, die mich emotional sehr bewegt hat. Stück für Stück habe ich dadurch auch das Bibellesen wiederentdeckt. Später trafen wir uns mit einem befreundeten Ehepaar zum Kaffee, erzählten vom Podcast und gesagt, getan, schauten uns gleich auch einen an. Ich frage mich immer, wie das ist. So, hey, ich höre und gucke, hey, schauen wir gleich an. Ja, komm, mach mal. Okay. Daraus entstand die Idee, Achtung, mit Nachbarn und Freunden einen Hauskreis zu gründen, in dem wir eure Podcasts nutzen. Jetzt haben wir einen Hauskreis für ICFler Small Group mit 12 Personen, in dem wir regelmäßig eure Podcasts schauen. Ich bin sehr dankbar, dass ihr euch die Mühe macht, so professionelle Podcasts zu produzieren. Auf diese Weise können auch Leute wie wir von weit außerhalb eure Predigten genießen. Ihr bringt da sehr viel Herzblut und Liebe mit ein. Das merkt man deutlich. Also herzlichen Dank dafür und einen großen Dank an das Produktionsteam. Jürgen aus Bonn. Voll. Das passiert. Wir haben E-Mails, in denen steht, dass sie geheilt werden. Und zwar noch während der Podcast gelaufen hat. Wir haben E-Mails, die Geistesgaben empfangen hat, wenn du da mal ein Interesse dran hast, da gibt's eine Podcast-Serie zu. Wundervoll! Direkt am Podcast, das Sprachengebet. Da denke ich mir jedes Mal, okay, come on, top Podcast, hab ich übrigens gemacht. Egal. Nein. Aber diese Person war jetzt aus Bonn. Lass uns mal schauen, Bonn liegt hier. Aber das ist nur eine Person mit einem Hauskreis. Aber wir bekommen Zuschriften nicht nur aus Bonn, sondern aus der kompletten Nation. Und das sind nicht einfach mal so willkürlich irgendwelche Punkte hin, sondern das sind einfach Ballungszentren, wo uns viele, viele, viele Zuschriften ereilen. Und zwar, dass sie diese Podcasts hören, Small Groups gründen. Es gibt Kirchen, die Podcasts nutzen als Predigt. Das denke ich mir jedes Mal, ist unfassbar. Wir haben viel bekommen. Deswegen dürfen wir auch viel weitergeben. Podcast und TV und Radio ist eine Sache.
Und jetzt machen die Small Groups. Und aus Small Groups entstehen zwei Small Groups. Aus zwei, vielleicht vier. Und plötzlich sind dort eine Menge von Leuten, die einen Wunsch entwickeln, dass tatsächlich möglicherweise ein ICF genau dort ist, wo sie selbst sind. Und dann fangen sie an, nach einem Pastor zu suchen. Und irgendwann startet dort ein Team mit dem Wunsch, ein ICF zu werden. Und dann haben wir wiederum etwas anvertraut bekommen, was diesen Teams außergewöhnlich hilft. Und zwar nehmen wir unsere Worship Band und den Tobi, packen sie ein und fahren sie dorthin und sie machen eine Worship Night. Was das bringt? Diese Teams, die dort starten, haben noch nicht die Kapazitäten, das zu tun, was wir hier tun können. Einfach von der Manpower her, aber auch von der Erfahrung, die sie haben. Deswegen bringen wir es einfach hin. Und zu so einem Event laden sie Leute ein, Freunde, Verwandte, Menschen, die nichts mit Gott zu tun haben. Und dort sehen sie, was tatsächlich für eine Intensität möglich ist, wie Menschen mit Gott unterwegs sein können und wie auch eine Kultur sein kann. Und nach solchen Events sind solche Kirchen immer gesegnet damit, dass mehr Leute dazukommen, weil sie plötzlich begreifen, das ist das, von was ihr sprecht. Das habe ich erlebt, das möchte ich auch mitgestalten. Deswegen ist die Worship-Tour eine wunderbare Möglichkeit, Menschen zu segnen, die nicht in dieser Kirche sind, aber selbst Kirchen starten, damit etwas, was hier in München passiert ist, auch da passieren kann. Wenn du sagst, ja stimmt, das ist etwas Gutes und ich möchte mit meinen Möglichkeiten daran teilhaben, dann ist REACH das, was es möglich macht. Wir sammeln in dieser Zeit in allen Altersgruppen und in allen Regionen dieser Kirche zusammen, damit wir diese Projekte, die wir letzte Woche schon vorgestellt haben und auch nächste Woche vorstellen, dass wir die möglich machen können. Wenn du sagst, ja, da bin ich dabei, dann hast du die Möglichkeit, dich entweder monatlich zu beteiligen, sagen, oh, monatlich, das ist mir irgendwie lieber, oder du sagst, nee, einmalig, ich habe einfach etwas auf dem Herzen, ich möchte das geben. Ja, so ist es.